So, hallo, wir machen weiter bei Cult of the Lamb, Part 3 mittlerweile. Muss ganz kurz gucken, dass der richtige Controller noch, ja, DualShock 4, sehr schön, drin ist. Wir haben das letzte Mal sehr viele Anhänger geholt und auch schon Tempel gebaut. Wir haben schon mal Glauben kennengelernt. Und unsere aktuelle Mission ist es jetzt, Knochen zu sammeln, dass wir Rituale durchführen können. Das ist so gerade der nächste große Schritt. Das werden wir in dem Part also hoffentlich angehen können. Und jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. Genau, wir haben Betten gebaut, die schlafen alle. Eigentlich ist es, glaube ich, gerade ein sehr guter Zeitpunkt, um einfach loszugehen. Na? Ich glaube, es ist gerade ein sehr guter Zeitpunkt, um einfach loszugehen. Sollen wir noch kurz Essen vorbereiten, dass die was zu essen haben, wenn sie was brauchen sollten? Wir machen mal 5-mal Essen. Dann haben die alle was zu essen, falls sie was brauchen. So. Und ich denke, sie haben alle ihre Aufgabe. Die einen beten und so weiter und so fort. Und weil, guck mal, ne, Hunger ist gerade so ein bisschen am Runtergehen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. So. Ja, wie gesagt, jetzt müsste es normalerweise so sein, dass wenn ich Feinde, also wenn ich die Skelette von Feinden auch noch zerstöre, dass da Knochen rauskommen können. Denn die brauchen wir. Denn die brauchen wir. Genau, und jetzt passiert das, was ich auch schon angekündigt habe, ne? Am Anfang darf man sich Sachen aussuchen und da wir jetzt Flüche freigeschaltet haben, kann man jetzt auch Flüche bekommen am Anfang. Und Flüche sind ja sozusagen so diese Zusatzfähigkeit, über die über den Eifer aufgeladen wird. Und jetzt klar, wir haben erstmal nur das hier zur Auswahl. Natürlich nehmen wir die Waffe mit, die hier ist. Den tückischen Dolch. Tückisch bedeutet immer, es können Gegner vergiftet werden. Was schon mal sehr gut ist. Dolch ist halt etwas, was sehr schnell angreift. Also ganz anders als die Axt. Ja, und wir haben jetzt Turuas Berührung. Rufe einen gewaltigen Ausbruch mächtiger Tentakel herbei. Ich zeige das einmal kurz. Das sieht so aus. Ich denke, ist nicht verkehrt. Also ich glaube, dass wenn ich nicht einen viel besseren Fluch bekomme, werden wir das erstmal behalten. So. Oh lol, direkt Kartenraum. So, habe ich nichts dagegen, ne? Oh, und guck mal, es wird Tag. Wir schauen mal kurz nach, ob der Hunger dann hochgeht. Also ich hoffe mal ja. Aber jetzt erstmal Tarotkarte ziehen. Erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Okay, ich heile halt bisher nicht so viel. Ah, ein halbes Herz dazu. Ja, let's go. Das nehmen wir. Das ist auch jetzt für die Runde dauerhaft. Das ist jetzt ja kein blaues Herz, sondern das kann sich dann auch sozusagen aufladen. Oh, das Problem mit der Lanze, ich sehe das schon, ist die Reichweite. Eieiei. Oha! Einfach eine neue Karte. Geil. 10% Chance für kritischen Treffer. Nice. Okay. Aber ich merke, diese Lanze bedeutet, ich habe keine große Reichweite. Ja, ich verstehe. So, haben wir jetzt eigentlich gerade Knochen aufgesammelt? Ja, einen haben wir bekommen, ne? Ja, sehr gut. Jawohl, da kommen die Knochen. Sehr schön. Also, wie gesagt, ganz wichtig. Ab jetzt immer schön die Leichen von den Feinden. Na, gucke mal hier. Nice. Die Leichen von den Feinden auch zerstören, damit wir schön Knochen bekommen können. Ah, verdammt.
Und wir sind jetzt ja auch schon in der... Oh boy. Das ist mit dir verkehrt. Ist der jetzt weg? Ja. Oh, was haben wir denn hier Hübsches? Achso, nur eine Deko. Ja, okay. Nicht so wichtig, aber ist in Ordnung. Kann man mal mitnehmen. Ja. Und jetzt seht ihr hier halt, ne? Die Dekos kosten halt auch Ressourcen. Und ich sag jetzt, wie gesagt, Dekos bringen uns erstmal nicht so viel. Deswegen werde ich mit Dekos erstmal nichts tun. Der Anhänger schläft nie. Okay, aber ist das gut? Also tut es dem gut? Freut er sich, wenn er nicht schlafen kann? Oder geht er dann kaputt? Schneller. Ich weiß es nicht. So, okay. Weiter geht's. Das war übrigens gerade der Effekt. Ich habe gerade einen Quit ausgeteilt. Nur, dass ihr versteht, woher das kam. Ah, verdammt. Ich glaube, man sieht das daran, dass über dem Charakter ist so ein Sternchen und dann ist der nächste Schlag ein Crit. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Man sieht es auf jeden Fall, wenn man eine kritische Waffe hat. Also eine Waffe, die immer Crit auslöst, aber... Also die immer Crit auslösen kann. Ich weiß nicht, ob es bei der Karte auch so ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier... Ja, passt alles. Die Maus im Bild ist. So. Nice. Erster Raum geschafft. Oh, was ist denn das hier? Ein Häppchen, okay. Neue Fleischart. Häppchen. Hatte ich noch nie. Ah, hat man doch schon eins. Scheinbar. Guck mal, wir haben schon 19 Knochen. Das ist sehr, sehr gut. Eine neue Kette. Ja, der Glaube geht langsam wieder runter, weil wir unterwegs sind. Mit Hunger haben sie sich jetzt irgendwie noch nicht so ganz, ne? Aber ich habe ihnen Essen hingestellt. Guck mal, Leute, ich habe euch Essen hingestellt. Kann ich euch das irgendwie mitteilen? Ich kann hier nichts machen. Na gut. Na gut. So. Jetzt haben wir die Option Fragezeichen. Aber wenn wir den Weg gehen, kommen wir an einem Anhänger vorbei. Ich würde ja schon tatsächlich auf Anhänger gehen. Bin ich ganz ehrlich. Aber Fragezeichen ist halt auch... Komm, wir gehen Fragezeichen. Ich bin zu neugierig. Wir gehen Fragezeichen. Herausforderung erhalten. Hallo da, Kreuzfahrer. Setz dich durch, wenn du die nächsten Kampfräume abschließt, ohne auszuweichen, gehört dir eine Belohnung. Oh, okay. Also, ich darf den Ausweichknopf nicht drücken. Das kriege ich hin, weil den drücke ich sowieso sehr selten. Gut. Drei Räume, das seht ihr jetzt an der Seite. Kein Ausweichen, 0 von 3 Räumen. Alles klar. Dann darf ich aber auch nicht versehentlich jetzt raus aus dem Raum, weil ich nutze das auch immer gerne, um schnell aus dem Raum zu rollen. Dann darf ich jetzt einfach auch nicht aus dem Raum rollen. Okay, aber der nächste Raum ist ein Steinraum. Gibt es überhaupt Gegner? Zählt der jetzt schon als Raum? So ohne Ausweichen? Oder geht es um Kampfräume? Ja, wir werden sehen. Mal hier schön alles niedermetzeln. Sehr gut. Und weiter geht's. Ich glaube, der hat noch nicht als Raum gezählt. Es werden Kampfräume gemeint sein. Ja. So, hier können wir uns wieder Hingabe holen. 7 Stück. Und dann fehlen nur noch 2 Hingabe für die nächste Stufe.
Also für die nächste göttliche Inspiration. Ich versuche so ein bisschen mit den Fachbegriffen um mich zu werfen, dass ihr auch so ein bisschen lernt und versteht, wie die funktionieren. So, erster Kampfraum, den wir ohne Ausweichen schaffen müssen. Oh, und jetzt, okay. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Beil des Abtrünnigen. Schwing es mit Entschlossenheit. Jetzt ist halt die Frage. Na, behalten wir jetzt den Dolch weiter? Nein, ich glaube, die Axt ist mir lieber. Ich glaube, die Axt ist mir lieber. Und guck mal, jetzt haben wir hier kein Ausweichen, eins von drei Räumen. Sehr gut. Also das heißt, Fragezeichen können immer so Quests sein oder sowas Zusätzliches scheinbar. Man weiß es nicht so genau. Oh boy. Oh boy. Jetzt habe ich aber ordentlich aufs Maul bekommen. So, guck mal, wir haben die Knochen zusammen, die wir brauchen. Das ist schon mal gut. So, Raum 2 von 3 geschafft. Ich zersäbel wieder alles. Wie gesagt, es ist halt wirklich sinnvoll, alles zu zersäbeln. Je mehr Ressourcen man mitbringt, umso besser. So. Oh boy. Es ist also wahr, die rote Krone sitzt auf dem Haupt eines anderen. Aber wie ist das möglich? Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, Es spielt keine Rolle, damit müssen wir Shamura nicht behelligen. Erledige du das, Bruder. Wie du befiehlst, meine Schwester. Da kommt jetzt hier wieder Gegner, oh je. Dann versuchen wir hier auch mal nicht auszuweichen, aber das wird jetzt, glaube ich, recht kritisch, ja. Okay. Aber nur noch ein Herz, ne? Ja, es kommt noch mehr Scheiße. Oh, noch mehr. Boah, das war super knapp. Okay, was ist meine Belohnung? Ich hoffe, das war es wert. Nicht auszuweichen. Du bist ja wohl was ganz Besonderes. Wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen. Was solltest du bekommen? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Och, eine Deko. Ziegelboden. Ja, okay. Brauche ich nicht. Aber es hätte wahrscheinlich auch was Besseres sein können. Insofern. Ja, mehr Deko. Ah, jetzt habe ich dafür nur noch ein halbes Herz. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Das ist jetzt nicht so geil. So, wir gehen einmal nach unten. Yes, und kriegen den Kartenraum noch. Ja, ich gehe auf die Chance und hoffe, dass ich noch ein paar kleine Gegner finde. Aber ich fürchte fast nicht. Ich fürchte, das wird jetzt kein erfolgreicher One werden. Wie sieht unser Glaube aus? Ah, es ist noch im Bereich. Aber wir müssen langsam nach Hause. Aber ansonsten zumindest zaubertechnisch ist alles okay. So, jetzt darf ich auch wieder rollen.
Ja, Bosskampf, großartig. Oh, nee. Oh mein Gott. Ein blaues Herz, nice. Okay, ich versuche ganz vorsichtig zu spielen. Was kann er? Er schießt so Zeug. Und wenn er das macht, hat er... Okay, hat er eine... Okay, Reichweite. Macht es immer abwechselnd? Ja, okay. Na, das geht ja sogar. Wenn er sonst nichts kann, komme ich damit eigentlich ganz gut zurecht. Fuck. Das war saudumm. Aber wenn ich immer nur einmal zuschlage, dauert halt der Kampf ein bisschen länger. Aber dafür kommen wir vielleicht siegreich hier raus. Na? Ah, okay. Wenn ich in seiner Nähe bin, macht er immer den hier. Oh. Oh boy. Dass mich die Scheiße trifft, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, aber ich sehe auch immer so ein bisschen, wo das landen könnte. Ja. Alter, da fehlt nicht mehr viel. Nice. Aber es ist schon wieder sehr, sehr knapp gewesen, ne? So, neuer Anhänger. Let's go. Let's go. Und wir bekommen entweder 6 Stein, sehe ich jetzt nicht. Federhalskette, was ist das? Erfahre ich das? Kann ich das erfahren, was das ist? Ah. Das Bewegungstempo deiner Anhänger erhöht sich. Okay, also das kann ich einem Anhänger geben. Gut, ich war mir nicht sicher, was es ist. Ich dachte, ich nehme es mal mit. So, und schön, neue Tafel. Also, neues Tafelfragment zumindest. Okay. Und das war jetzt der dritte Durchlauf. Das heißt, beim nächsten Mal dürfte sich dann die Tür zu Leshy öffnen. Aber da sind wir noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Achso. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was alles im Kult passiert ist. Und wir haben richtig viele Knochen dabei für ein Ritual. Sehr, sehr gut. Begeh nicht den Fehler, dich zum Diener deiner Anhänger zu machen. Sie sind dazu da, dass du sie zu deinem Vorteil nutzt. Ihr Glaub ist eine Ressource. Gib diese aus, als handle es sich um Münzen. Du kannst das Vertrauen deiner Anhänger jederzeit mit einer gut platzierten Geste der Güte zurückgewinnen. Schöpfe Kraft daraus und nimm dir die Freiheit, unaussprechliche Dinge zu tun. Mach sie dir gefügig. Ich gewähre dir die Kraft, ihre kläglichen kleinen Gedanken zu lesen. Ah, das konnte ich vorher noch nicht. Freigeschaltet Anhängerbefehl. Du kannst jetzt mit Anhängern interagieren, um ihre Gedanken zu lesen und zu sehen, wie hungrig, müde oder krank sie sind. Zack. Anhängerinteraktion. Du hast eine Doktrin verkündet, die dir eine neue Anhängerinteraktion ermöglicht. Bei der Interaktion mit Anhängern wird dir diese Aktion zur Verfügung stehen. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Als erstes liegt irgendwo Code rum. Ja, doch, es ist ein bisschen, was ist passiert. Dann fangen wir jetzt erstmal an, hier den Code wegzuräumen. Damit leveln wir auch unseren Besen weiter. So. Irgendwo ist noch ein kleiner Haufen. Und ich glaube, jetzt ist wieder alles gut, wenn ich mir die Kugel da oben angucke.
So, Hunger sieht's aber nicht so gut aus. Ich habe doch Essen gemacht. Warum denn alle so hungrig? Was ist denn da los? Holen wir uns erstmal den Kollegen ab. Ich wollte erstmal abholen. Das hat nämlich gleich, glaube ich, zwei sogar gegeben, ne? Okay, also. Wir brauchen das hier. Farmpaket. Farmen ermöglichen Anhängern, Feldfrüchte in der Nähe zu bewässern. Samensilo, lagere hier Samen, die deine Anhänger aussäen können. Genau. Zack. Und damit ist hier auch offen. Und wir können, glaube ich, auch gleich Tempel 2 machen. Oh, ne, können wir nicht. Never mind. Okay. Ich dachte, ich habe noch eine göttliche Inspiration. Ach nee, es hat nicht ganz gereicht. Ich verstehe. Gut. So. Da wird fleißig abgebaut. Genau, hier könnte ich jetzt sozusagen wässern, aber ich will ja meine Farm bauen. Kann ich meine Farm schon bauen? Da unten sind wir unterwegs. Ja, 20 Holz, easy, 20 Münzen, easy. Können wir beides bauen. Und jetzt seht ihr, dieser Bereich, den hier diese Farm abdeckt. Oh, ich habe das blöd gebaut. Ich hätte die Parzellen so bauen müssen. Ja, ich hätte die Parzellen so bauen müssen. Oder kann ich das irgendwie drehen? Nee, ich kann nur das Ding drehen. Dass die in dem Wirkungsbereich sind. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier am blödsten? Ich glaube, wenn ich die zwei da oben wegreiße... Okay, warte mal. Gebäude bearbeiten. Wenn ich die zwei hier wegreiße... Entfernen. Entfernen. So. Und wenn ich jetzt die Farm dahin baue, dann habe ich doch den gesamten Bereich, den ich bisher zumindest ausgesetzt... Ja, sehr, sehr gut. Das geht. Das funktioniert. Dann können wir hier einmal Gebäude platzieren. Und das war's. So. Oh, es wird gerade schon... Okay. Ich baue alleine weiter, weil die gehen schlafen. Ist aber auch in Ordnung. Sehr schön. Damit haben wir das. Und jetzt müsste es eigentlich so sein, dass ich jetzt jemanden von denen zum Farmen hier schicken kann. Was ist das hier? Okay, Kleintier fangen. Was immer das war, ich habe es gefangen. So, und jetzt bauen wir gleich noch ein Silo. Da kann ich dann Samen reinsetzen und dann können die Anhänger die selber sozusagen austeilen. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Ich muss es nochmal kurz lesen, Moment. Müssen die in der Nähe von der Farm sein oder ist das egal? Weil sonst würde ich es daneben setzen. Damit ich hier halt weitere... Na, Ackerdinger hinsetzen kann. Ich setze es mal hier hin und wir gucken, was passiert. In der Hoffnung, dass es funktioniert.
So, das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir haben es gleich. Sehr schön. Jetzt kann ich hier die ganzen Samen, die ich habe, reintun. Gut. Hier kann ich wässern. Solange die das noch nicht machen, kann ich es hier noch machen. So. Und es wird Tag. Gut, wir gehen mal Gedanken lesen als erstes. Von irgendjemandem hier. Genau, jetzt kann ich hier interagieren. Gedanken lesen. Sieh dir an, was ein Anhänger denkt. Oh ja, aber okay, das ist jetzt ja eigentlich gar nichts Neues, ne? Ach, hier Gedanken. Der Kult hat ein neues Gebäude, unser glorreicher Kult wächst weiter. Eine gute Unterhaltung, ich hatte eine tolle... Okay, das haben wir gemacht. Zack, abgehakt. Und du hast jetzt eine Quest für mich, ne? Großer Anführer, in harten Zeiten können wir Grasmahlzeiten kochen. Die Anhänger werden sie nicht mögen, aber es ist besser als zu verhungern. Probiere es mal aus. Bringe Trebrit dazu, Grasschleim zu essen. Okay, let's go. Wenn ich es nämlich ablehne, seht ihr schon, geht der Glaube runter, ne? Also, eher nicht. Kann ich schon Grasschleim machen? Ups, das ist nämlich nicht mein Kochding. Wo ist mein Kochding? Ach, hier unten. Ich war kurz irritiert. So, jetzt haben wir hier nämlich Grasschleim, genau. Grasschleim macht minus 5 Glaube, aber ist eben besser als nix. Und 25% Chance, dass eine Krankheit ausgelöst wird. Na, also wir machen jetzt nur einmal Grasschleim. Und du hier willst Grasschleim haben, ne? Ich hoffe, du wirst nicht krank. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Ja, also an sich war es nicht gut. Hat 5 Glaube abgezogen, aber 20 Glaube dazu bekommen, weil Quest erfüllt. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich hier schon zusammenbekommen? Ja, nice. Dann können wir nämlich gleich den Tempel erweitern. Verbessere deinen Tempel und den Schrein, erhalte mehr Hingabe und ermögliche mehr Anhängern zu beten. Das ist sehr wichtig. So, dass wir das hier gleich mal haben und dann geht auch wieder ganze Teil an der Seite auf. Nice. Okay, wir müssten hier auch einen neuen Anhänger haben, jawollo. Gut, es hat mittlerweile auch einer in die Kommentare geschrieben, und zwar Bartman. Ich denke, so nenne ich den Kollegen dann auch, ne? So, das heißt, wir ändern jetzt hier einmal den Namen. Aber ich kann dir nicht garantieren, wie lange du hier lebst, ne? Also wir werden das sehen. So. Bei dir ist, du bist kränklich, du kannst gestreichelt werden und du wirst nicht eifersüchtig, wenn das Lamm mehr als einen Ehepartner, um Gottes Willen, was für Ehepartner. Jetzt wird's aber hier kritisch. Okay. Gut, so. Dich schicke ich gleich mal zur Farm. Das haben wir jetzt neu gemacht. Du kannst zur Farm. Wunderbar. So. Und wir gehen jetzt einmal ein Ritual abhalten.
Predigt und so weiter. Da gibt es ja auch jetzt einiges zu tun. Und jetzt schauen wir, es funktioniert. Ne? Er holt jetzt hier die Samen. Also die Samen können außerhalb stehen. Das ist gut. Und er bestellt jetzt hier das Feld. Ach, dann können wir aber gerade ganz schnell noch. Jetzt haben wir ja mehrere solche Dinger. Dann können wir jetzt hier einmal außenrum. Einmal alles voll machen. So, jetzt habe ich kein Gras mehr, glaube ich. Na, und dann kann er hier schön einpflanzen. Dann ist das hier seine Aufgabe. Ihr baut schön auf. Wunderbar. So, haben wir hier was drin? Nein. Ich denke, dann haben wir es soweit alles. Na, dann können wir jetzt wirklich das, was ich gerade gesagt habe, machen. Und habt ihr noch was für mich? Sprechen, interagieren. Das passt so. Okay, let's go. Wir haben Dinge zu erledigen. Ah, ich brauche ein neues Bett. Ich brauche ein neues Bett. Hätte ich fast vergessen. So. Ich hoffe, du kapierst, dass das dann dein Bett ist. Oder muss ich alles... Ich muss es kurz aufbauen, das Bett. Passt aber. Bartmann wohnt hier. Sehr gut. Also das wird automatisch zugewiesen. Sehr gut. Jetzt können wir aber dann wirklich einmal die Predigt halten und gucken, ob wir einen neuen Level bekommen. Sollte aber... Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viele Leute da, ne? Ich denke, das sollte funktionieren. Oh, das reicht nicht. Ich muss die noch mehr leveln. Okay, das hat nicht gereicht. Gut. Krone können wir auch noch nichts Neues machen. Nee, da geht nichts. Aber Ritual können wir jetzt durchführen. Bisher haben wir nur ein Ritual. Dieses Ritual macht Glaube plus 30. Ich meine, wir haben... Das ist aber gerade eigentlich schwachsinnig, ne? Ja, wir müssen es trotzdem einmal durchführen. Ja, komm, ist egal. Nice. Okay. Und damit haben wir das nächste gemacht. Die Indoktrination von Anhängen ist ja schön und gut, aber du kannst ihnen noch viel mehr nehmen. Gib ihnen Geschenke, schließe Quests ab und segne sie, dann wirst du ihre Loyalität dir gegenüber erhöhen. Sobald sie dir vollständig gegeben sind, werden sie dir alles geben, was sie besitzt. Sieh zu, ich zeige es dir. Du Anhänger, komm wieder rein. Steigere die Loyalität eines Anhängers, um seine Stufe zu erhöhen. Damit wird er dich schließlich mit Hingabe und einem Geburtsteinfragment belohnen. Jedes Mal, wenn sich die Stufe eines Anhängers erhöht, erzeugt er zusätzliche Hingabe bei einer Predigt oder beim Gebet am Schrein. Achte also darauf, Loyalität zu kultivieren. Um seine Loyalität zu erhöhen, kannst du einem Anhänger einmal am Tag deinen Segen gewähren, wenn du mit ihm interagierst. Du kannst Anhängern auch Geschenke machen, Quests für sie erledigen, Predigten halten und viele weitere Aktionen durchführen. Je mehr loyale Anhänger du hast, desto stärker wirst du. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen kann, aber ich bin alt und müde. Besuch mich zu Hause und ich zeige dir, wie du dir die echte Macht der Roten Krone nutzbar machen kannst. Und jetzt, jawollo, bekommen wir erstmal die Karte. Denn ja, dort, wo wir uns aufhalten, ist noch lange nicht alles. Es gibt noch eine komplette Karte mit unterschiedlichen Orten, die wir auch noch besuchen können. Es ist unglaublich. Genau. Und da kann ich jetzt von hier aus dann hinreisen. So, wir werden jetzt allerdings als allererstes einmal segnen. Ich glaube, das kann ich hier...
Weil konnte ich so segnen? Geschenk machen? Schlafen? Hier, Segen geben. Und Segen ist nämlich, wenn ich das in der Nähe von mehreren mache, segne ich, glaube ich, gleich alle mit. Genau. Und dann seht ihr hier, na, steigt schön die Stufe. Also, ist noch nicht gestiegen, aber sie geht in die Richtung. Okay. Gut, Bartman bekommt jetzt von mir noch was, damit es hier alles auch schön flott läuft. Also erstmal bekommst du auch gleich Segen. Aber vorher bekommst du die Kette mit dem höheren Tempo. So, und dann wirst du auch noch gesegnet. Sehr gut. Dann haben wir das hier auch. Dann muss ich dich noch segnen. Weiß nicht, ob... Also, ich weiß jetzt halt nicht, ob diese Mondhalskette... Es erhöht scheinbar Loyalität. Er wird aber nicht schlafen. Ist es dann nicht schlecht für ihn? Wir werden es rausfinden. Weil Loyalität so passt ja, ne? Also... Wir werden sehen, was passiert. So, hier haben wir noch nicht gesegnet. Ja gut. Sehe ich irgendwo, wen ich noch nicht gesegnet habe? Ich glaube, ich habe alle, ne? Das waren jetzt 6 Leute. Ich habe aktuell 6 Leute, ja. Gut, und jetzt können wir hier nämlich, seht ihr schon, die ersten Bären sammeln. Sehr, sehr gut. Können wir schön Essen machen, denn das Essen, seht ihr, ist nicht so gut aktuell. Wir müssen ganz schnell Essen machen. So. Grasschleim machen wir nicht mehr. Haben wir festgestellt, ist nicht so gut. ...15% Chance, dass ein Anhänger sofort Fäkalien hinterlässt. 25%, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Also, ich denke, wir können auch... Wir haben ja genug Fleisch bisher. Wobei, wir haben nicht genug Fleisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, wir machen mal das hier als Essen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste der Hunger wieder hochgehen. Jawollo! Sehr schön. Aber es hat mich gewundert, dass das vorher nicht hochgegangen ist. Ich habe doch denen extra lecker Fleischgerichte gemacht. Was ist mit dir los? Ah, hast du direkt eine Quest für mich? Psst, Anführer, es gibt Gerüchte, dass Trebra ein Spion ist. Von einem feindlichen Kult gesandt, um deine Macht zu untergraben. Du sollst mit dieser Person sprechen und die Wahrheit herausfinden. Ja, machen wir natürlich. Okay, Trebra. Ich hab was mit dir zu besprechen. Hallo Anführer, was für ein schöner Tag im Paradies und wenn ich hinzufügen darf, du siehst heute besonders glorreich aus. Okay, Yonati, ich habe mit ihm gesprochen. Nun, offensichtlich ist etwas im Busch, du musst mir glauben, Anführer. Oh, Stufe 2, ah, noch nicht Stufe 2, aber fast. Sprich mit Yaronul. Ah, nee, Quatsch. Okay. Ja, Stufe hat sich leider noch nicht ganz erhöht. Aber ist in Ordnung. Hier können wir wieder fleißig einsammeln. Sehr schön. Und es wird... Okay, jetzt bin ich gespannt. So, er muss ja nicht schlafen. Aber ist das jetzt für sein Wohlbefinden gut oder nicht? Ich kann nicht glauben, dass unser Gläubiger mir so ein schönes Geschenk gemacht hat. Also es scheint ihm nicht zu schaden. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ha. Wir werden sehen.
Na? So, wenn jetzt der nächste Tag anbricht, können wir gleich nochmal Predigt halten. Ich will noch das eine Level bekommen, auf jeden Fall. Guck mal, hier ist wieder so ein Ding, was wir sammeln können. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was es tut. Hier ist noch eins. Ach, doch, da oben. Das ist Hingabe. Ah ja, cool. Let's go. Hier hat jemand wieder hingedingst. Oh, nice. Besserer Besen. Auch schön. So, gleich ist die Nacht vorbei. Können wir noch was bauen in der Zwischenzeit? Ah, da kann ich noch Samen hier rein. Ja, ich habe noch 7 Samen. Sehr gut. Also, aber jetzt müssen wir dann aber auch, ne, wenn wir Samen finden, die hier dringend reintun. So. Jetzt versteht ihr aber hoffentlich auch, warum ich Dekoration nicht baue. Das Material für die Dekorationen, das sieht dann zwar alles schön aus, so, aber, ne? Na, guck mal, das kostet gar nichts, sehe ich gerade. Dann kann ich hier dann einfach den Boden sozusagen verändern, oder was? Ah, okay. Ja gut, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Aber gut zu wissen. Ich hoffe echt, dass es ihm gut geht, ne? Dass er nicht hier dann dadurch irgendwie. Es gibt nicht genug Betten für alle deine. Oh, weil eins kaputt ist. Einmal gerade reparieren. Zack. Und wir gehen einmal gleich zur Predigt. Das sollte jetzt für ein Level abreichen. Jawollo! So. Wir könnten jetzt hier dieses Fluchding machen, aber ich würde erstmal hier nach oben gehen. Erhöhe die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kurzzug beginnst. Das heißt einfach allgemein, ich bekomme gleich von Anfang an stärkere Waffen. Ja? Also sehr wichtig. Das sieht man ja auch, ne? Dieser Weg nach oben ist so der wichtigste. So. Oh, gleich mehr Hingabe. Sehr, sehr gut. Oh, und eine neue. Nice. Wir haben eine neue Tafel zusammen. Ja, let's go. Und jetzt, genau, jetzt geht's nämlich hier los. Jetzt kann ich hier aussuchen. Also wir haben einmal Jenseits. Da geht's um den Tod. Da geht's um die Arbeit. Hier geht es um Gehorsam, Besitztümer und Versorgung. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was es hier alles gibt. Oi. Wo fange ich denn an? Wir gucken, wir gehen mal bei Versorgung rein. So, und jetzt habe ich die Auswahl. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um eine Fastenzeit auszurufen. Anhänger werden 3 Tage lang nicht essen oder hungrig sein. Schalte das Festritual frei, organisiere ein großes Festmahl. Ja, das ist gut. Da kann man nämlich, ohne dass man Essen kocht, kann man mit einem Ritual auch das Essen, also den Hunger stillen und noch Glaube dazu erhalten. Das ist super. Das nehmen wir. Dieses Ritual nehmen wir. Let's go. Zack. Kostet 75 Knochen. Ja. Und ihr seht jetzt auch, Rituale haben immer so eine Abklingzeit. Also man kann nicht ständig ein Ritual durchführen. Okay. Sehr cool. Ah, da ist jetzt das Ritual. Aber wie gesagt, haben wir noch nicht. Und hier ist die Abklingzeit. Also ich kann auch jetzt die Feuergrube nicht sofort wieder starten. Doktrin bedeutet einfach nur, da kann ich glaube ich nachgucken, was ich, erstmal kann ich meine Anhänger hier haben. Auch das ist aber, das ist das, was wir auch schon mal hatten. Und ich kann glaube ich nachgucken, was ich für, genau, was ich für Sachen mir gewählt habe. Ja. Okay. Deswegen hat das auch gerade aufgeblieben.
blinkt. Und jetzt haben wir hier oben auch schon ganz schön viele Symbole. So. Jetzt machen wir kurz Folgendes. Ich demonstriere euch jetzt noch schnell was. Man kann nämlich sehr gut das Segnen sehr schnell machen. Oh, was mit dir? Chef? Glorreicher Anführer, das Basislager sieht furchtbar aus. Wir bedürfen der Schönheit, um deine Herrlichkeit zu feiern. Lass uns... Ja, okay. Jetzt müssen wir Dekorationen bauen, weil es eine Quest ist. Ja, okay, wir bauen kurz 3 Dekorationen. Dann, okay, dann kann ich damit auch demonstrieren, was ich demonstrieren wollte. Ich wollte es anders demonstrieren, ich wollte hiervon was bauen, aber hey, warum nicht? Bauen wir 3 Dekorationen. Ist in Ordnung. Wir haben genau 3. Wir können genau 3 bauen mit dem Holz, was wir haben. Supi. Okay, wo setzen wir denn das jetzt mal hin? Dass das nicht so nachher zu viel im Weg ist. Ja, komm, machen wir sie da oben hin. So. Und jetzt kommen nämlich ganz viele dahin zum Bauen. Oder auch nicht. Ich wollte nämlich zeigen, wenn ganz viele zum Bauen kommen, ja, okay. Dann könnte man jetzt nämlich alle gleichzeitig segnen, die hier sozusagen... die hier sozusagen sind, aber gut, dann halt nicht. Nice, der ist auch Stufe 2. Sehr gut. Oh, direkt neue göttliche Inspiration. Alter, es läuft ja heute. So, hier können wir auch gleich... Weil das ist jetzt sind hier viele so zusammen, dann kann man gleich alle gleichzeitig segnen. Sehr schön. Oh, ganz viele Stufe 2. Oh mein Gott, let's go. Großartig. So. Aber sehe ich irgendwo, wen ich noch nicht gesegnet habe? Dich habe ich auf jeden Fall noch nicht gesegnet heute. Ups. Und Stufe 2. Let's go. Auch du gibst mir Stuff. Und eine neue Karte. Alter, es läuft hier heute richtig. Nee, aber ich sehe nicht, wo ich noch Segen geben kann. Ah, okay, das muss ich mir merken. Hier sehe ich jetzt zwar, wem ich Segen gegeben habe. Ah, okay, hier sehe ich es so ein bisschen. Einer fehlt noch. Ist hier irgendwo hier unten noch einer unterwegs? Oh. Erstmal wieder Schmutz hier wegräumen. Hier ist noch mehr Schmutz. Ach, jetzt baut hier noch einer. Let's go. Alle Stufe 2. Alter, das waren jetzt aber wieder 2 göttliche Inspirationen, oder? Jetzt müsste ich 2 haben. Ja, perfekt. Okay, also Tempel 2 haben wir. Hier unten Leichengrube brauchen wir noch nicht. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, bis wir die brauchen. Jetzt haben wir hier Vogelscheuche. Hält Vögel davon ab, Saatgut zu stehlen. Das Problem haben wir noch nicht. Lassen wir mal stehen erstmal. Von hier geht's nach oben. Unterkunft. Ja, genau. Das wäre was, was ich relativ schnell angehen möchte, dass wir bessere Betten bauen können, die dann nicht ständig zusammenbrechen. Ansonsten hätten wir hier noch Opferstatue, bei der Anhänger zu deinen Ehren Opfer hinterlassen können. Okay, klingt auch nicht verkehrt. Und ungezogene Anhänger, ja. Gefängnis werden wir noch brauchen. Aber aktuell würde ich jetzt als erstes, glaube ich, hier hingehen. Außer hier drüben ist noch was Besseres. Schicke deinen Anhänger auf eine heilige Mission, falls ihr es lebendig zurückschaut. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, da kann man sozusagen Ressourcen bekommen. Steinmine, ein Anhänger erzeugt Sterne und Holzplatz, da erzeugt der Anhänger Holz. Ja, auch das sind wichtige Sachen, aber im Moment kommen wir noch ganz gut zurecht, würde ich sagen. Deswegen würde ich erstmal jetzt die Unterkunft freischalten. Zack. Einfache Dekorationen.
Nee, das brauchen wir überhaupt nicht. Das brauchen wir überhaupt nicht. Eins habe ich ja noch. Ich glaube, ich würde noch die Opferstatue nehmen. Ich weiß ja nicht, was das macht. Oder noch ein Holzplatz. Also die Sachen brauchen wir auf jeden Fall noch. So, die Dinger brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. So. Okay, wir sind auch schon wieder lange in der Zeit. Wir müssen jetzt den Part mal beenden. Ich würde sagen, das war heute sehr, sehr erfolgreich, was hier alles passiert ist. Gucken wir nur mal ganz kurz noch nach, was ich alles brauche, um die Sachen zu bauen, die ich jetzt bauen möchte. Also, da brauchen wir Stein, Geld und Holz. Gut, haben wir jetzt aktuell nicht so viel. Aber logisch, müssen wir halt wieder auf Kreuz zu gehen, machen wir ja sowieso. Und hier unten 15 Holz und 30 Geld. Ja, okay, das ist ordentlich viel. Aber gut. Ja. Ich habe aktuell keine Samen mehr, das ist auch in Ordnung. Ich denke, wir schließen hier erstmal den Part ab. Und müssen das nächste Mal... Oh, hier ist schon wieder unsauber alles irgendwo. Liegt schon wieder Zeug rum. Ja, wir müssen dann das nächste Mal natürlich wieder auf Kreuzzug gehen. Das wird dann der spannendste Kreuzzug bisher, weil es ja dann, wie gesagt, darum geht, dass wir... Dass wir Dings haben. So, hier ist wieder alles sauber, ne? Sehr gut. Dass wir Dings haben, dass wir... Weißt du schon, was ich meine? Weißt du gerade nicht, aber ist egal. dass wir... Das so, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Wurscht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.